spiele vermutlich das Golf meines Lebens gerade. Das ist unglaublich, aber ich treffe wirklich jeden Ball. Das ist irre. Na gut, jetzt gerade eben der war nicht so schön, der eine, aber es ist schon atemberaubend. So ihr Lieben, nun ist es soweit, Abschlag 1. Ihr könnt es im Hintergrund sehen, das ist ja toll aufgebaut. Die machen das hier sehr wertig, muss ich wirklich sagen. Im Carrera Golfclub, die Bahn 1 ist hier ausgeschrieben mit 370 Meter. Allerdings gilt das dann für den weißen Abschlag. Wir spielen den gelben und laut meiner Uhr ist die Bahn 1 340 Meter bis Grünmitte, 330 bis Anfang und 350 bis Grünende. Es geht so leicht nach links um, hat so ein leichtes Dogleg nach links. Bunker so irgendwo bei 180, 200 Meter. Ich habe mein großes Gestell in der Hand und ihr schaut jetzt gleich zu. Ich hoffe, ich treffe ihn. Also drückt mir die Daumen, jetzt geht's los. Oh, Klappe die 2417. Ah, ja, hallo, liebe Abonnenten und Abonnentinnen. Ich möchte mich an dieser Stelle mal bei euch bedanken für die Treue und für die vielen, vielen Stunden, die ihr meine Videos in 2023 geschaut habt. Und deswegen möchte ich in diesem Video mit einem kleinen Gewinnspiel Dankeschön sagen. Und zwar könnt ihr einen 50€ Waren-Einkaufsgutschein von golfaktiv.com gewinnen. Golfaktiv.com ist mein Kooperationspartner meines Kanals. Das wissen die meisten von euch. Und ich werde in jedem der neuen Löcher für 2-3 Sekunden mein Kanallogo einblenden. Das zeige ich euch hier. Ihr müsst nichts weiter tun als dieses Kanallogo, also die Zeit im Lauf des Videos, wann das zu sehen ist, euch notieren, also 9-mal. Und wenn ihr das gemacht habt, schickt ihr mir an die auch hier wieder eingeblendete E-Mail-Adresse einmal aufgelistet die Zeiten, wann ihr diese 9 Logos gefunden habt. Und schreibt mir bitte natürlich in die Mail euren Namen und eure Anschrift rein und auch euren Namen, den ihr bei YouTube habt, also womit ich euch als Abonnent praktisch verifizieren kann, dass ich weiß, ihr seid das. Denn teilnahmeberechtigt sind nur Abonnenten und Abonnentinnen. Also wenn du schaust, aber noch kein Abonnent bist, dann klack, 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 Glocke, alles Mögliche aktivieren, dann nimmst du teil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und natürlich auch bei der Suche nach den kleinen, ich nenne es mal Easter Eggs. Und ja, bin gespannt, wer am Ende gewinnt. Einsendeschluss wird sein der 31.01.2024 und der Gewinner oder die Gewinnerin wird von mir natürlich benachrichtigt. Also viel Glück und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, der ist gut, oder? Thank you. So, und was ich euch jetzt zeigen kann ist, wir hatten Glück, hier war vorher nämlich ein Turnier und die Jungs haben jetzt extra so lieb gewartet, bis sie das hier alles abschrauben. So, und die Leute hier sind auch alle total nett. Ja, der Mann hier, der uns hier auf die Runde begleitet und ihr seht, die Sonne kommt raus. Also, schöner kann es jetzt kaum noch werden. Alles ist cool und jetzt gucken wir uns das an und es soll so spätestens zu Bahn 9, 10, 11 müsste es dann dunkel werden und dann geht's ins Flutlicht. So, der Abschlag ist schon mal gelungen. Das waren jetzt hier 213 Meter direkt vom Abschlag weg. Damit bin ich, ja, glaube ich, doch sehr zufrieden. Und jetzt haben wir noch bis zur Fahne, also 125, 126 Meter. Ihr wisst, das ist bei mir im Regelfall ein Eisen 8. Oh, der ist aber leider links. Ja, alles gut. Er liegt aber, war jetzt nicht der schönste, bisschen komischer Griff. Ja, ihr seht, das war jetzt natürlich nicht so der Schlag, den ich mir gewünscht hätte. Wir nehmen jetzt hier das Sandwedge und werden gucken, dass wir den da jetzt irgendwie hinplatziert kriegen. Oh, der war sehr gut. Schade, schöner Schuss. Oh, stark, Markus. Das Paar? Sehr schön. Dann kann ich dir ja nur nachmachen hier, sag mal. Komm, 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 komm. Ja,
So, jetzt habe ich die Chance, trotz allem noch das Paar zu spielen. So, jetzt konzentrieren. Ja, das ist das Pärchen geworden. Ich freue mich. So, wir haben jetzt hier 152 bis Grün Mitte, 134 Anfang und 162 bis nach hinten. Stark onduliertes Grün. Ich habe jetzt das Eisen 6 in der Hand. Ich versuche jetzt nur, den Ball irgendwie in die Richtung da zu spielen. Und hier hat irgendjemand seinen Tee vergessen. Das ist nicht schön. Alles gut. Er liegt. So Leute, Bahn 1 gerade, Par 4, mit einem Paar verabschiedet oder gespielt. Bin ich natürlich super zufrieden. Jetzt hier schon ein ordentliches Par 3 hinterher. Gut verteidigt, rechts vom Bunker, nun links die Bäume drücken rein. Für mich als Linkshänder, ich habe ja eher eine leichte Draw-Tendenz. Ob ich das nun jetzt wirklich bewusst kann, will ich hier nicht hinstellen. Aber das war jetzt hier auch so, dass er mir so ein bisschen links geblieben ist. Liegt aber, glaube ich, ganz gut im Vorgrün. Und von daher, wir schauen mal, es geht gleich weiter. So, jetzt mal für euch hier Markus Graf. Bereitet sich auf seinen zweiten Schlag vor hier auf das Grün. Und hat noch so ungefähr 30 Meter bis Grün Anfang. Ja, schafft er die Welle noch? Schafft er sie noch? Ja. Guter Annäherungsschlag. Bist du zufrieden, Markus? Nee. Hier nehme ich gerne jetzt den Chipper und versuche den da oben reinzuspielen. Bin gar nicht so unzufrieden mit der Position hier. Für den ersten Schlag hier das Vorgrün, das ist so, keine Ahnung, ob das wie Bermuda ist. Das ist schon relativ zäh. Da muss man schon ein bisschen Tempo drauf machen. Mal gucken. Oh, der ist gut. Na komm, ja. So, das sind jetzt noch mal so, ich schätze so 1,5 Meter. Mal gucken, ob das klappt. Das zweite Paar in Folge. Ich habe Angst. Den Kanal umbenennen, Profiball. Ja, nein, mache ich nicht. Weil es kommen noch 16 Bahnen. Oh. So, ja, ihr seht das, glaube ich, ne? Also das Wetter, das ist ein Traum. Er hat es vorhin geschüttet noch wie Sau. Es war so wirklich furchtbarstes Wetter, so richtig grausam. Und jetzt ist es hier wieder so, so schön. Also wir haben ja echt Glück. Ja, also das läuft ja wie verrückt. Ich habe schon zwei Paar und jetzt der Abschlag wieder super. So Leute, es ist wirklich unheimlich. Bahn 2 ist durch, zweite Paar hinter uns oder mir. Und jetzt der Abschlag ist auch schon wieder mega gut. Im Übrigen, ich spiele heute mit den TaylorMade Soft Response Bällen in Gelb. Ihr wisst, das ist so mein Markenzeichen, gelbe Bälle. Und ja, die sind mir zur Verfügung gestellt worden von meinem Kanalsponsor golfaktiv.com. An dieser Stelle ein ganz, ganz liebes Dank dafür. Und die Bälle sind gut. Die gefallen mir tatsächlich. Sind schöne, sehr, sehr weiche Bälle. Es ist der angeblich weicheste Ball von TaylorMade. Ja, das ist Andreas Lübcke. Ein richtig guter Golfer. Jetzt gucken wir mal zu, wie der so einen Schwung macht. 140 Meter bis zur Fahne. Der Abschlag war ja, knapp 195, 196 Meter.
dadurch, dass er von den Bäumen noch aufgehalten wurde, trotzdem bin ich zufrieden. Jetzt nehmen wir mal wieder das Achtereisen. Das sind jetzt noch 127 bis grünen Anfang. Der Wind kommt von rechts. Das kommt mir ein bisschen entgegen, das könnte mir ein bisschen helfen. Nee, das hilft mir nicht. Ui, der ist ganz schlecht. Okay, er ist ausgespuckt worden von der Waldfee. So, das ist jetzt hier so eine Problematik. Ihr könnt das, glaube ich, sehen. Oben ist der Baum. Ich kann also den Ball nicht in die Luft spielen, weil da bräuchte ich einen Lobwedge. Ich werde den jetzt also wirklich nur versuchen, mit dem Achtereisen flach hinrollen zu lassen und notfalls auch zu kurz. Nee, das ist ganz gut gelungen. Ja, es ist okay. Oh ja, das ist gut gelungen. Oh, ja, es gibt so Tage, da geht einfach alles. Das ist unfassbar. Ja, das habe ich extra einkalkuliert, Markus. Nein, das habe ich nicht gesehen. Unfassbar. Also das war jetzt so ein Schlag wieder. Heute habe ich den Papst in der Tasche, glaube ich. Wie ihr gerade gehört habt, ich habe den genau richtig gespielt. Der ist über einen Kanaldeckel. Das habe ich auch berechnet übrigens. Nein, natürlich nicht. Also ich habe hier wirklich heute Schwein ohne Ende. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken. Das wird jetzt das dritte Paar auf dem dritten Loch. Ja, das ist schön. So, ist jetzt tatsächlich die Chance zum dritten Paar auf dem dritten Loch. Unglaublich. Ich bin sehr überrascht. Ja, tatsächlich das dritte Paar. Ja, das ist ja ein PGA-Golfer hier jetzt. Grüner Anfang ist 323 Meter. Das Ding hier ist halt PGA-mäßig schwerst verteidigt. Da ist alles voller Bunker, aber da natürlich erst irgendwo bei 300 Meter. Ich spiele vermutlich das Golf meines Lebens gerade. Es ist unglaublich, also ich treffe wirklich jeden Ball, das ist irre. Na gut, jetzt gerade eben, der war nicht so schön, der eine, aber es ist schon atemberaubend. So, ich habe jetzt noch bis zur grünen Mitte 138 Meter, 120 bis zum Anfang. Ich bleibe da bei meinem Achtereisen. Ich will den da irgendwie nur hinspielen. Diese Bunkeranlage macht schon Angst, so ein bisschen davor. Ah, der ist auch links. Ja, die Annäherungsschläge sind aber noch nicht so schön. Aber der liegt da, glaube ich, im Loch. Ja. So, Andreas hat jetzt hier, da seht ihr mal so ein bisschen, wie onduliert das hier ist. Und Andreas hat so 40, 50 Meter bis zur Fahne. Ja, ja, ein bisschen links. Andreas, bist du zufrieden? Geht. Aber der Bunker stört ein bisschen, ne, rechts. Okay. Ja. Ja. Das ist nicht schlecht. Ich bin hier zufrieden. Das ist ganz in Ordnung. Der war jetzt allerdings links. Ihr seht, ich habe bestimmt 20 Meter bis zur Fahne. Was nehme ich? Klar, Position für den Schäfer. Die es noch nicht wissen, ich spiele von Callaway Odyssey den X-Act. Der hat genauso viel Loft wie mein 9er Eisen, nämlich 37 Grad. Den nutze ich halt einfach total gerne. Ja, ein Tucken kurz, aber ich glaube, den können wir nehmen, oder? Ich denke schon.
dreimal Paar gespielt. Jetzt sind wir hier auf Bahn 4. Der muss sitzen zum Paar. Okay, wenn das mit Fortuna so weitergeht wie bisher, kann das eigentlich nur reingehen aus 5 Meter. Ich glaube dran. Es hätte mich auch gewundert, wenn er nicht reingeht. Es ist jetzt unfassbar. Es ist das vierte Paar auf dem vierten Loch. Leute, das glaubt nachher niemand. Das glaubt niemand. Jawohl. Ja, sehr schön. Ja. Jetzt haben wir hier so ein Risk-and-Reward-Loch. Rechts ist das Wasser, es geht so im Rechtskick drum. Wenn man den zweiten etwas kurz lässt, ihr seht, glaube ich, da hinten diesen großen Baum. Wenn man etwas kurz bleibt, dann kann man vor dem Baum voll übers Wasser spielen. Das ist natürlich dann wieder hier so Dr. Heartbeat. Und jetzt, ich werde jetzt nichts weiter machen, als versuchen, einfach irgendwo da hinten Richtung diesen Flutlichtmasten zu spielen, so zwischen Flutlichtmasten und Baum. Also wenn mir das schon gelingt, bin ich schon hier total mit mir im Reinen. Ja, alles andere ist hier Lotterie. Machen wir auch nicht. Ja, das war dann jetzt mal so ein Schlag. Das passiert mir halt auch, aber nach 4 Pars in Folge bin ich damit einverstanden. Ja, ihr seht das Drama genauso wie ich auch. Knapp 80 Meter der Abschlag. Ja, aber das passiert halt. Ich kann es ja nicht ändern. Jetzt machen wir eigentlich nichts weiter, als irgendwie ein Eisen 6 zu nehmen oder ein Eisen 7. Um den... Ja, man muss nicht übers Wasser spielen. Nein, ich nehme Eisen 6. Und versuche jetzt einfach lang die Straße runter zu spielen. Ja, keine Experimente. Nur weil ich 4-mal Paar in Folge gespielt habe, bin ich ja deswegen lange nicht so ein guter Golfer, wie es auf der Scorekarte steht. Boah. Der wird wohl liegen. Habe ich mir den Platz ein bisschen lang gemacht, aber es ist nicht schlimm. Alles gut. Ja, ich melde mich wieder. Ja, es ist schon fast echt grotesk. Ich habe jetzt 4 Paar in Folge nach 4 Löchern. Auf dem Caria Golfkurs, der eigentlich, keine Ahnung, also ich würde jetzt mal annehmen, das ist ein Platz für Profis. Klar, die spielen den von weiter hinten. Aber deswegen sind die Grüns ja trotzdem onduliert wie verrückt. Die Fairways sind buckelig, sind überall Bunker. Ich weiß gar nicht. Hier ist ja gefühlt mehr Bunker als alles andere. Ja, hab bisher halt einfach alles getroffen. Die beiden Jungs von mir, die haben genau alles richtig gemacht. Die haben den genau unten in den Knick gelegt. Aber die müssen jetzt beide übers Wasser spielen. Und das ist so ein Shot, den zeige ich euch jetzt mal. Da gehe ich mal zu denen. Ich liege ganz oben links, da hinten irgendwo. Aber wir gucken uns jetzt mal die Schüsse von den beiden Jungs an, denn das ist Stress. Und den wollte ich auch eigentlich gar nicht haben und den habe ich auch nicht. So, als erstes schlägt jetzt Andreas und der hat von hier aus, ja, das merke ich schon. Er ist nass. Nass? Ja. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze bei Markus an. Also das ist dann schon so ein Stressschlag, wo du dir überlegen musst, ob du den spielen möchtest.
Der wird auch nass. Oder schafft das? So, habe ich jetzt die Schüsse von den beiden Jungs gezeigt. Ich liege mit dem zweiten jetzt da oben im Berg und die Jungs haben jetzt den zweiten ins Wasser gekloppt. Ja, und machen jetzt den vierten. Damit ist das Loch natürlich eigentlich schon fast kaputt. Also die Frage ist immer, die muss man sich stellen. Das meine ich jetzt nicht irgendwie hämisch oder sonst wie, sondern eher auf mein Handicap auch besehen. Ist es immer so richtig zu versuchen, direkt den Weg zu gehen. Aber klar, aus der Position da unten muss man angreifen, das ist ganz klar. So, und jetzt sind wir hier an meiner Position und schauen mal. So, ich habe jetzt von hier aus 107 Meter bis zum Grün. Das ist ein Pitching Wedge. Ich nehme aber das 9er Eisen, damit ich weniger Druck auf den Ball machen muss, weil ich möchte jetzt natürlich einfach nur dort rüber. Wenn ich denn mein 9er Eisen noch hier irgendwo wiederfinden würde. Da unten ist es. So, dann wollen wir mal. Ich stehe ein bisschen über dem Ball, unterm Ball. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Ah, der ist zwar links, aber da passiert nicht so viel. Die sind alle links irgendwie so ein bisschen. Jo, der liegt. Er ist auf jeden Fall nicht nass geworden. Ich bin mit dem dritten da vorne. Ja, das ist alles in Ordnung. Ja, ihr seht gerade noch so die Fahnenspitze da vorne. Ich liege jetzt hier. Und ja, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Hinter dem Hügel geht es dann ziemlich gerade runter, aber dann nach der Fahne geht es dann leider so richtig runter. Also ich müsste jetzt tendenziell eher unten bleiben, ein bisschen kurz. Ich mache das mit meinem Sandwich und werde versuchen, so eine Art Lobshot zu spielen. Genau so. Ja. Ui. Der war etwas zu kurz. Er hätte einen Meter länger gemusst. Aber das ist gut. Ich bin mit dem vierten drauf. Das ist ein Stressloch hier. Ich habe schon zu oft erlebt, dass mir die Dinger ausgelippt sind. Und das passiert zwar nicht so häufig, aber so gut wie ich heute spiele, kann ja alles passieren. Ne? So, das ist jetzt mein fünfter Schlag. Das heißt, die außerordentliche Paar-Serie ist auf jeden Fall beendet. Denn das ist ein Paar-4 und das ist jetzt mein fünfter. Ja, das ist ein guter Putt aus der Entfernung, damit bin ich zufrieden. Ja, zur 6, das ist für mich schön. Alles gut, ja. Nach dem Klabauk, den ich da am Anfang hatte, ist das jetzt alles gut. So, wir haben hier ein Paar 3. Ja, das sind so irgendwie so 128 Meter bis übers Wasser. Das ist jetzt so ein 8er Eisen, das muss schon sitzen, sonst wird das eng. Wollen wir mal gucken. Nee, der hat nun keine Chance. Hups, der ist im Wasser. Ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe ins Wasser gespielt, aber da das hier ein Championship-Kurs ist, hat er natürlich logischerweise eine Drop-Zone. Und ja, die nehme ich natürlich jetzt in Anspruch. Und genauso der Markus auch. Das ist böse gefährlich auf der Ecke, Markus. Oh. Aber ich glaube. Oh, der ist zu lang. Der ist im Wasser, oder? Ja, der ist weg. Der ist weg. So. Das ist dann jetzt leider doch schon der vierte.
Seid ihr alle schon fertig? So, wir haben jetzt hier das große Problem. Auf der rechten Seite ist ein Bunker, diese Front da. Und das ist bei 172 bis 182 Meter. Das ist ein paar 5. 430 Meter lang. Naja, mal gucken. Ich muss mich jetzt mal erstmal wieder so ein bisschen erholen. Nach den letzten beiden Löchern mit Doppel- und Triple-Bogey. Oh ja, den nehme ich. Oh ja. Wahnsinn. Also wenn ich die Dinger treffe, sind das echt Geschosse. Unglaublich. Ja, Leute, ich bin fasziniert. Also meine Drives sind wirklich gut. Der Rest ist so jetzt gerade in den letzten beiden Löchern ein bisschen schwierig gewesen. Aber gut, hey. Ich habe 4 Pars nach 6 Löchern. Was will ich sagen? Ich möchte euch jetzt mal zeigen, das ist dann so, wenn so ein Platz von der PGA Tour gespielt wird, dann sieht ein Fairway-Bunker so aus. Und das ist dann die Richtung. Und direkt davor ist dann auch noch ein riesen Baum. Brutal. Und da vorne ist auch, ihr seht, alles wieder voller Bunker. Da hinten die Bunker sind dann im Übrigen die Landezone für die Profis. Das sind dann so 300 Meter ungefähr vom Abschlag. Das ist schon brutal. Ja, das ist jetzt hier gegen den Wind. Gegen den Wind waren das jetzt hier knapp unter 200 Meter, 197, 198, 199, erholt sich noch 199 Meter, also knapp 200. Okay, oder? Also gegen den Wind. Und wir haben ganz schön Wind von vorne hier. Da sind 200 Meter für mich eine erstaunliche Länge. Bin ich doch sehr einverstanden. So, jetzt geht's weiter. Ich nehme das Holz 3. Möchte ganz gerne über diese Bunker spielen. Wie weit sind die Bunker weg? Kannst du das sehen, Andreas? Der rechte ist 140. Okay. Ja. Okay, also ich versuche jetzt hier nochmal einen Schlag geradeaus zu spielen. Nein, der ist rechts. Hui. Ja, der ist da bei dem weißen Baum. Hui. Ja, ich glaube, ihr seht das jetzt hier ganz gut. Von der neuen Position messen. Ja. Was nehmen wir hier denn mal? Es sind jetzt noch 66 Meter bis grün Anfang. Die Lage hier ist ein bisschen spezial. Sandwich. Oh, der ist gut. Ja, sehr schöner Dritter. Danke. So, es ist ein paar 5. Ich liege mit dem dritten drauf, nachdem der zweite hier so ein bisschen gekreiselt war. Es läuft ganz gut. Also ich habe nicht immer alles geradeaus, aber das ist trotzdem alles gut. Aus meiner Position von da hinten gerade war das ein Sandwich mit 84 Meter. Aus dem Geröll möchte ich das fast nennen. Das ist ein paar 5. Ich habe jetzt 3 Schläge. Mache jetzt also sozusagen in Regulation und habe jetzt 2 Putts fürs Paar. Und ja, Markus. Und habe jetzt hier praktisch einmal gerade die Möglichkeit zum ersten Birdie, die ich auch verwandeln werde. Nein, Quatsch. Ziel ist es natürlich, den jetzt so hinzuspielen. Ich muss gleich meine Pitchmarke noch wegmachen, dass der safe ist. Der ist zu kurz. Der war zum Birdie. So, ich habe jetzt den Putt zum Paar. Jetzt muss ich mich hier konzentrieren und anstrengen, weil der. Ich möchte natürlich gerne das Paar spielen, das ist ja logisch. Zur 6. Hook.
Er liegt da bei den Masten. Also mit meinen Eisen bin ich heute nicht so in bester Freundschaft. Ja, ihr habt das gekurfte 7er Eisen gesehen. Das war bewusst ein 7er Eisen, also zu lang. Weil mir ging es jetzt nur darum, so mehr oder weniger nicht zu kurz und nicht in den Bunkern zu bleiben. Und jetzt versuche ich hier eigentlich auch nur so einen kleinen Rollerball zu spielen. Genau so. Oh, guck mal, und wie lang der dann wird. Alles gut, bin ich zufrieden. Schafft's auch nicht. Der schafft's auch nicht. Ja. Ja, ein kleiner Tropfen. So, das ist die Bahn 9, Par 4, 337 Meter. Es hat leicht angefangen zu regnen. Und wir sind jetzt auch im Dämmerungsbereich. 2.9 waren ja auch für uns so gewünscht, dass es dunkel wird. Ich hoffe natürlich, dass es nicht deutlich jetzt mit dem Regen weitergeht. Ja, der ist da auf der linken Seite der Bunker. 4. So, das ist jetzt hier der zweite Schlag. Und das sind angeblich nur noch 126 Meter bis zum Grün. Ich kann die Fahne nicht sehen, aber die müsste so auf der linken Bunkerkante sein in der Verlängerung. Ist zu weit rechts. So, wir liegen jetzt hier direkt auf der rechten Seite vom Loch. Gar nicht so schlecht gespielt. Bin ich jetzt gar nicht so unzufrieden. Jetzt machen wir mal schauen. Ja, Markus macht das fantastisch. Bricht ja zu früh weg. Unglaublich. Ja, ja. Der ist zu kurz. Schade. Willst du erst machen, markieren oder wie auch immer? Doch, du hast ja recht, absolut. Allerdings, ich würde mir wünschen, er geht ins Loch. Macht er aber nicht. Und dein Ball ist auch leider nicht weit genug drüben. Ja. Schon. So, zur 5. So, ist jetzt schon der Patz und Bogi. Nee, die sind alle schlecht, ey, das ist schlecht. Eieiei. Zu 6. Nach 9 Löchern habe ich 43 Schläge. Das ist unfassbar. So Leute, die ersten 9 Löcher sind rum. Und ihr seht, ich habe den Regenschirm auf. Es hat jetzt so ein bisschen getröpfelt. Das ist nicht so schlimm, aber so ein bisschen geregnet hat es jetzt schon. Und was soll ich sagen? 43 Schläge nach 9 Loch. Das ist natürlich mal ein schönes Halfway-Fazit. Bin ich mega happy mit hier im Carrera Golf Club, den die Profis der PGA Tour ja nun auch spielen. Man merkt das auch, es sind überall Bunker, wirklich überall Bunker. Es ist unfassbar. Der ganze Platz besteht eigentlich gefühlt aus Bunkern. Ja, 43 Nettoschläge. Das ist natürlich deutlich besser als mein Handicap, logischerweise. Ich habe hier 24 Schläge vor. Teilen wir das mal durch 2. 36, 48 wäre meine Vorgabe. Bin also 5 besser als mein Handicap. Bin happy. Macht Spaß. Es ist dann schon imposant gemacht. Also schon, finde ich toll. Also hat schon was. Ich gehe jetzt hier rückwärts. Und zeige euch das dann hier alles mal. Das ist vielleicht ein bisschen spooky, weil ich rückwärts gehe. Aber schon. Cool gemacht. Und jetzt gehe ich mit euch, wie ihr das kennt, auf die Club-Terrasse. Und wir gucken uns das an. Sir.
Ah, und ihr seht da hinten, wir hatten hier heute so ein bisschen Regenwetter, ist heute nicht ganz so schön, aber wir haben jetzt hier, ja, das ist mal ein Golfplatz, sehr schön, ja, das ist ein Träumchen, also da kann man nicht meckern, oder? So, ihr Lieben, ihr seht mich jetzt hier noch ein bisschen beim Einschlagen. Ich nehme euch hier mal mit. Das ist hier wirklich alles schön gemacht. Ihr seht das auch. Natürlich sehr hoher Baumbestand. Und das Schöne ist, wir spielen die zweiten neun dann unter Flutlicht. Darum, wir starten hier um 15 Uhr. Es wird wahrscheinlich hinten raus ein bisschen kühl werden. Aber trotzdem, wir wollen dieses Flutlichterlebnis mal mitnehmen. Diverse von diesen Supergolfern hier, Rick Shields und Co., die richtig, richtig guten Löwen, die machen das auch. Und ja, ich möchte euch mal zeigen, wie sowas dann aussieht, wenn so normale Leute wie ihr oder ich so ein Platz spielt und das unter Flutlicht. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie es wird. Okay, also die ersten Einschlagemomente hier als Chip funktionieren schon mal. Die Grüns sind hier, glaube ich, aktuell alle im Wintergrün-Modus. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben sogar an manchen Plätzen hier extra für Winter eigene Grassorten. Habe jetzt aber, hey, oh, der war fast drin. Habe jetzt aber nicht erfragt, wie das hier ist, ob die hier auch verschiedene Grüns haben, Sorten, Grassorten, keine Ahnung. Wir werden das alles erleben. Darum bin ich der Hobbygolfer und nicht der Profigolfer. Ja, herrlich. Ja, man sieht halt schon, dass das hier ein Platz ist, den die PGA Tour 16, 17, 18 gespielt hat. Hier ist halt alles ein bisschen größer, ne? Dann eben halt auch die Übungsanlagen zum Putten und so weiter deutlich größer. Wir gucken uns jetzt mal an, ob sie auch was von der Qualität hergeben. Scheint mir zu liegen. Sehr spurtreu auf jeden Fall, was ich jetzt hier so sehe, die ersten beiden Putts. Ja. Ihr merkt aber schon, es ist heute sehr windig. Ich hoffe, ihr hört das im Mikrofon nicht. Ich hoffe, das ist für euch okay.
Aber das wird gleich natürlich beim Spiel eine Rolle spielen. Also der Wind ist schon da. Aber der Carrier ist halt auch ein Platz mit sehr, sehr vielen Bäumen. Und von daher hoffe ich schon, dass es so ein bisschen abgefangen wird, das Ganze. Ja, mal gucken. Also auf dem Platz ist in jedem Fall gerade ausspielen ziemlich von Vorteil. Das gelingt mir hier in der Türkei übrigens erstaunlich gut wieder. Die Umstellung, ich habe es euch ja schon in anderen Videos gesagt, vom Baseballgriff auf den Interlockgriff, hat für mich halt funktioniert, damit meine linke Hand nicht mehr so dominant schiebt und das Schlägerblatt schließt. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Müssen wir mal schauen, dass ich es heute auch hierhin transportiert kriege. Gestern haben wir den Kulinan Olympus gespielt, den hatte ich ja schon gespielt. Das ist eine 90 geworden, gibt es kein Video zu, da ich jetzt schon den Platz auf dem Kanal habe, habe ich den natürlich gestern nicht noch mal gefilmt, aber es war eine solide 90. War sehr schön, die Drives kamen gut und heute hoffe ich, das konservieren zu können. Daumen drücken, los geht's! Ja.